Sicherheit macht Schule mit der Viktor-Bausch-Grundschule Neukalis, der regionalen Schule Teterow und der Grundschule Bentwisch sind es nun insgesamt 38 Schulen in Mecklenburg-Vorpommern, die für vorbildliche Präventionsarbeit ausgezeichnet worden sind. Das Innenministerium und der Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung fordern für die Ausstellung des Siegels Unterrichtsinhalte, Projekte und außerschulische Kooperationen zu den Themen Sicherheit und Toleranz. Vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise ist diese Präventionsarbeit einerseits besonders wichtig, andererseits aber auch besonders schwierig, denn dafür wird Personal benötigt. Wir haben jetzt über 40 Jahre Politik in Deutschland in Gänze gestaltet auf der Grundlage von relativ viel Sicherheit der außenpolitischen Entwicklung als auch der innenpolitischen, von mehr oder weniger schönen Wetterlagen. Wir haben mal ein Hochwasser hier und da gehabt. Wir haben uns also den kurzfristigen Herausforderungen immer stellen können, aber langfristige Herausforderungen bringen uns alle, glaube ich, an den Rand dessen, was man leisten kann im Ehrenamt wie im Hauptamt. Und deswegen wird es eine politische Diskussion geben müssen, grundsätzlich. Wie stellen sich die Behörden in Deutschland, wie stellen sich Schulen, wie stellen sich Hochschulen, wie stellen wir uns alle auf solche Herausforderungen für die Zukunft auf? Die Schulen im Land müssen, ob mit Siegel oder ohne, als erste die riesige Herausforderung der Integration meistern. Mit der aktuellen Ausstattung, personell und materiell, ist dies kaum vorstellbar.